So, und damit willkommen zurück zu Batman Arkham City. Wir waren stehen geblieben, dass wir im Stahlwerk gerade auf Harley Quinn getroffen sind und eine Reihe von... Riddler-Trophäe. Okay. Gut, jetzt können wir so scannen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Umgebungsanalyse brauchen wir für später auch schon mal. So. Sie haben diesen Durchgang gesichert. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an Jokers Männern vorbeizukommen. Hast du Angst vor der bösen Flickermaus? Nein, Angst nicht gerade, aber... Er hat mir in der Anstalt vor 6 Monaten 3 Rippen und den Arm gebrochen. Dann sorg dafür, dass er dir nicht zu nahe kommt. Leichter gesagt als getan, Mann. Du hast ihn noch nie in Aktion gesehen. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Harley will, dass er stirbt. Und ich will Harley. Bist du verrückt? Harley? Hast du etwa vergessen, wer ihr Freund ist? So wie ich das sehe, wird bald schon die ganze Welt vergessen haben, wer ihr Freund ist. Dann fahre ich auf der Harley. Oder du kriegst eine Kugel ab. Im Ernst, Mann, werd nicht übermütig. Batman ist gefährlich. Und Harley erst recht. Gut, dann schnappen wir uns mal die beiden Idioten. So. Gute Nacht, ihr beiden. Süße Träume. So. Okay, dann gehen wir mal weiter. In die Schmelze. Hast du das Geräusch gehört, das die letzte Ärztin gemacht hat? Ich liebe es, wenn sie so schreien. Ich auch. Sie gehört aber auch zu den Lauteren. Ein kleiner Schreihals, wenn du verstehst. Wenn sie wüsste, was Abramowitsch mit dir anstellen wird, würde sie mehr als nur schreien. Weißt du noch, was er mit dem letzten Quacksalber gemacht hat? Er tat mir irgendwie leid. Frisch von der Uni, meldet sich freiwillig, um uns armen, verzweifelten Kriminellen zu helfen. Und wir bedanken uns bei ihm dafür, indem wir ihm die Beine brechen und ihn in einen Schmelzofen werfen. War trotzdem lustig. Hab Fotos gemacht. Wo hast du denn die Kamera her? Vom Pinguin. Der Kerl kann alles besorgen, wenn man genug Geld hat. Haltet Batman auf, Jungs! Seid nicht da! Nein! Ich hab ihn! Ich hab diese Seite gesichert. Lass die nicht rein. Der ist hier drüben. Ach, scheiße. Das war so nicht geplant. Klappe doch! Wenn ich nicht mehr schreien höre, dann ich bin ihm weg. Kapiert? Er hat Rauch benutzt, um abzuhauen. Der Bastard hat Fuck. Alles. Anscheinend kommt jemand um dich zu. Das war so nicht geplant. Oh, bitte. Hilf mir. Bleib weg, sonst stirbst du ihn nach. So, gucken wir mal. Wir können jederzeit aufhören. Sag uns, wie wir Jay heilen können. Du kannst nicht nach Mannern! Dallas! Hier ist Dallas! Ah! Oh Gott. Das läuft ja richtig nice hier. Er ist weg, ich hab ihn verloren. Ihr wollt euren alten Kumpel doch nicht beim Stich lassen, was, Jungs? Ich pass hier auf. Das läuft jetzt gar nicht so, wie ich das vorgestellt habe.
So. Wieso springt der immer wieder auf den drauf? Können Sie stehen? Sekunde. Was ist nur mit all den Leuten los? Dieser Irre glaubt, dass ich Joker heilen kann. Was ist denn mit ihm? In seinem Blut ist irgendwas. Eine Art von Toxin. Es bringt ihn um. Er gibt etwas namens Titan die Schuld. Titan? Ja. Weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen. Ah, Doc. Ich dachte, diese Information sei vertraulich. Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs. Und zwar richtig. Wir wollen doch nicht, dass uns das Ungeziefer entwischt. Wenigstens kommen sie nicht rein. Wir sind in Sicherheit, oder? Warten Sie hier, Doktor. Was zum Henker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Jemand muss den Joker aufhalten. Jawohl. Bleiben Sie hier. Ihnen geschieht nichts. Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören. Ich komme wieder. So. Distanzstromladung. Schon mal neues Equipment. Damit können wir jetzt ein bisschen was steuern, nämlich hier so Türen. Mit dem Mausrad geht das Ding zum Beispiel hoch und mit der linken Maustaste geht's runter. So, wir machen den jetzt auf und huschen quasi durch den Nebenausgang raus. Die Haupttür ist verriegelt, also nehmen wir die Seitentür. So, und dann? Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Es ist kein Plan, das ist Selbstmord. Er macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Okay, dann stehst du ganz vorne. Wieso? Hast du Schiss? Haltet jetzt endlich mal das Maul und macht euch fertig. Das gefällt mir genauso wenig wie euch. Wir haben nur ein... Pöck. Finde ich gut, dass er das... dass man so die Typen... Arkham City wird. Schön die Maske weggeflogen. Zack. Ich töte dich, Batman! Macht ja nix. Zisch. Ab. Vollhorst. So. Gut. Dann können wir jetzt hier wieder durchhuschen. So. Protokoll 10 tritt in 9 Stunden in Kraft. So. Einmal hier durch. Und zurück zur Ladebucht. Gucken, ob hier neue Leute da sind. Nee. So, wir müssen jetzt das Ding da oben aufmachen. Wie bist du aus der Schmelzkammer rausgekommen? Zu langsam, große hässliche Fledermaus! So, jetzt einfach das Schaukelprinzip. Mr. Hammer. Überraschung, B-Man. Darf ich vorstellen? Mr. Hammer. Er wird dir Manieren beibringen. Du wirst sterben, Batman. Das ist der Ort. So. Du wirst den Arm. Ich breche jeden Knochen in deinem Körper. Ich werde deine Einzelteile im ganzen Raum verstreuen. So. Ich werde deine Einzelteile im ganzen Raum verstreuen.
So, dann wäre der Abramovich auch erledigt.